Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Frau Dr. West, das Terminvergabesystem ist meines Erachtens nicht das Problem. Blöd ist nur, dass keine Termine da sind. Da nützt mir das beste Terminvergabesystem nichts. Ich zitiere mal. Chaos in Berliner Behörden, 5 € für eine Wartenummer. Die langen Wartezeiten in den Bürgerämtern haben einen Schwarzmarkt für Wartenummern entstehen lassen. Jetzt führt der Bezirk Mitte den Terminzwang ein. Lediglich montags kann man noch ohne Anmeldung ins Büro gehen. Dieser Text stammt aus dem Jahr 2012, 14.06.2012. Das ist ein Zeitungsausschnitt aus der Berliner Zeitung. Also, um es noch mal ganz deutlich zu betonen, der Bericht ist bald 4 Jahre alt. Es ist also hier, wie bei anderen Großbaustellen, kein plötzlich vom Himmel gefallenes Schicksal, sondern es handelt sich bei der unerträglichen Terminsituation in den Bürgerämtern um ein seit Jahren bekanntes und so oder so nicht ernst genommenes Problem. Was wir seit 4 Jahren hören, sind Ankündigungen, Versprechungen, Beteuerungen, Schuldzuweisungen. Nur die Situation wird nicht besser. Also wer das einfach mal prüfen mag, der kann sich im Internet über die Terminsituation täglich informieren oder sich das sogenannte Serviceportal auf berlin.de anschauen, das eine Tageszeitung gestern nicht als Webseite, sondern als Witzblatt bezeichnet hat. Wer Bürgeramtsangelegenheiten zu erledigen hat, fühlt sich in Berlin an Asterix Kampf um den blauen Passierschein A38 erinnert oder an Kafkas Schloss. Und die Begründungen dafür sind so zahlreich wie offenbar unbewältigbar oder unzutreffend. Ferienzeit, Krankenstände, die Software sei schuld, die dezentrale Ressourcenverantwortung. Nur passiert ist unterm Strich nichts. Und es mag ja dem Senat egal sein, ob Erna Pachulke ihren Reisepass bekommt oder Fritze Krause seine Wohnungsummeldungen. Ordnungswidrigkeiten nach dem Meldegesetz, pöh. Aber schwierig wird es in der Tat dann, wenn Wahlen anstehen. Denn wer hierher zieht, hat das Recht, sich an der Abgeordnetenhaus- und an der BVV-Wahl zu beteiligen, wenn sie, er oder er, am Tag der Wahl 3 Monate hier lebt und gemeldet ist. Und hier liegt das Problem. Wenn Berlin nicht in der Lage ist, Menschen in nennenswerter Zahl die rechtzeitige Anmeldung zu ermöglichen, dann kann das durchaus die Rechtmäßigkeit der Wahl infrage stellen. Ich habe im September 2015 eine Anfrage zu genau dem Thema an den Senat gestellt, September 2015, und da wurde mir geantwortet, in Bezug auf die Durchführung einer rechtssicheren Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin und zu den Bezirksverordnetenversammlungen im Herbst 2016 haben sich der Senat und die Bezirke verpflichtet, kontinuierlich auf eine Verbesserung der Situation in den Bürgerämtern durch die Weiterentwicklung vorgenannter Maßnahmen hinzuwirken, sowie ein Benchmark zu nutzen, um weitere wirksame Maßnahmen einzuleiten und gegebenenfalls weitere Personalbedarfe zu berechnen. Herr Staatssekretär Staatskowski hat die Fragen im Zusammenhang mit der Wahl 2016 am 27. August mit den Bezirksstadträten für Bürgerdienste erörtert. Ferner werden im nächsten Jahr im Hinblick auf die Wahl entsprechende Prioritäten gesetzt und bei Bedarf An- und Ummeldungen vorrangig bearbeitet. Im August 2015 mit den Bezirken erörtert. Das hatten wir doch alles schon. Da gab es dann in der Berliner Morgenpost von 2014 Berliner Bürgerämter vor dem Kollaps. Krisengipfel tagt. Ja, und noch ein Krisengipfel und noch mal eine Maßnahmenankündigung. Nur, es gibt bis heute keine verfügbaren Termine bei den Bürgerämtern. Und im Juni wird das Fehlerverzeichnis erstellt. Das heißt, wir haben noch 3, 3,5, 4 Monate. Und wenn Sie in dem bisherigen Tempo weitermachen, ja, dann wird das nichts. Und da finde ich dann, liebe Rednerinnen und Redner von der Koalition, Ihre Art, wie Sie hier das Anliegen der Piraten abbügeln, so von oben herab mit so ein bisschen Streichels übers Köpfchen, das finde ich eigentlich unangemessen, wenn man hier 4 Jahre nichts gebacken bekommt. Und dann setzen sich ein paar Leute hin und machen ein paar Vorschläge. Dann ist das Mindeste, wie der Kollege Birk, sich damit im Einzelnen auseinanderzusetzen und nicht zu sagen, den Antrag brauchen wir nicht, können wir alles, machen wir alles viel besser. Das ist kotzarrogant und das ist inakzeptabel. Meine Damen und Herren, die Situation in den Bürgerämtern hat Berlin dem Gespött der Öffentlichkeit preisgegeben. Richtig ist, dass jetzt endlich was getan wird, erstens, um die Wahlen nicht zu gefährden, Sofortmaßnahmen, und da sind durchaus ein paar vernünftige Vorschläge dabei, und zweitens, endlich die Peinlichkeit zu beenden und der Stadt den kurzfristigen Zugang zu den Bürgerdiensten zu ermöglichen. Auch dafür, finde ich, könnte man nach 4 Jahren endlich mal das eine oder andere Ergebnis sehen. Der Antrag zeigt Wege. Herr Weiß hat auch ein paar Sachen klargestellt, die uns ein bisschen unklar waren, nämlich in Bezug auf die Frage von Ausbildung unterqualifizierter Art. Der Kollegin Dr. West. Ja, bitte, gerne. Bitte schön, weil sonst... Herr Dr. Lederer, Arroganz das eine, Amnesie ist das andere.
Können Sie sich vielleicht noch erinnern, dass wir gerade auf der letzten Sitzung des vergangenen Jahres einen Antrag als Koalition genau dazu eingebracht und verabschiedet haben? Also ich meine, Sie haben hier schon viele Anträge eingebracht. Sie bringen hier permanent Anträge ein zu allem Möglichen. Nur das Problem ist, dass Antragseinbringen und Beschließen und die Tatsache, dass Sie sich hier für Ihre Ankündigung feiern, ändert ja im realen Leben noch nichts. Und wenn Sie einfach mal einen Blick in, in die Terminbörse werfen, dann werden Sie feststellen, die nächsten Termine in den Bürgerämtern gibt es im März. Ende März. So. Naja, also worüber reden Sie? So, insofern, Dr. West hat lassen noch Sie uns, Frage. Ja, jetzt ist aber auch gut. Okay. So. Jetzt lassen Sie uns so einfach im Ausschuss tatsächlich die Ansätze der Piraten, die Vorschläge von Herrn Birk und ich weiß, Herr Döring hat auch noch ein paar, mal gemeinsam diskutieren. Und wenn der Senat oder der Staatssekretär nicht erneut im April wieder einen Krisengipfel einberufen will, um dann festzustellen, dass all die Krisengipfel der Vergangenheit nichts genützt haben, dann wäre es ganz gut, Sie machen sich vielleicht den einen oder anderen Vorschlag auch einfach mal zu eigen und übernehmen ihn. Dann haben wir vielleicht dann auch eine rechtssichere Wahl im Herbst.